Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zum neuen Video. Und zwar zu meiner Kreissäge. Tischkreissäge, die ich umgebaut habe. Wach mal, ich muss noch ein Stück Folie abreißen, sehe ich gerade. Naja, das wird kein länger dauern. Folgendes. Und zwar, ich habe den, ja, seht ihr jetzt hier, mit einem richtigen schönen, geilen Schiebeschlitten versehen. Den habe ich jetzt umgebaut. Ich habe einen Holzkasten dafür gebaut. Die alte Tischkreissäge, das war meine TS310 von Scheppach. Und das ist ja immer noch, den habe ich hier umgebaut. Und ich finde das aus wie so eine kleine süße Präzisions- oder Format-Tischkreissäge. Kann man jetzt nicht vergleichen vom preislichen Ziel, aber der schneidet super. Also der schneidet so super. Da bin ich echt mit zufrieden. Und ja, erstmal recht herzlichen Dank an Firma Mannomann. Und die haben mir diesen Schiebeschlitten zur Verfügung gestellt. Den wollte ich unbedingt haben, habe den gefragt und haben die gesagt, ja. Und habe ich gesagt, ich baue mir eine schöne kleine Tischkreissäge, die ich möchte. Der kostet da ungefähr 600 Euro, glaube ich. Jetzt sagen viele, der Bosch kostet, kriegst einen Bosch für. Ja, will ich aber gar nicht haben, du. Ich wollte einen vernünftigen, großen Tischkreissäge haben. Guck mal, ich kann eine Tür so draufpacken und, ne, bam, bis zur Mitte durch. Die hat viele Funktionen, die, also diese Schieberschlitten, ne, den kannst du. Kommen wir gleich zu. So, auf jeden Fall ist das meine TS 310. Jetzt sagen alle, warum hast du denn nicht was anderes geholt oder so? Nee, war meine TS 310, da bin ich so mit zufrieden. Ich muss nur die Absaugung noch im Griff kriegen, aber das liegt ja jetzt an meiner Absaugung, Anlage unten. Aber das kriege ich auch noch im Griff, ne? Da der richtig schön sauber absaugt. Aber so, wie gesagt, mit einem Sanftanlauf, ne? Der läuft so ruhig. Ja, meine, der geht auch an, ne? Der geht so ruhig. Da bin ich, wie gesagt, den wollte ich behalten, ich wollte den schön umbauen. Tada! Englisch. Den wollte ich umbauen und ich wollte ihn einfach schön groß haben für mich, weil wenn ich draußen am Bauen bin, dann möchte ich eine USB-Platte, dann möchte ich eine Spanplatte. Ja, das ist Grenze, ne? Ne, dann möchte ich eine Spanplatte draufpacken und fertig. Ich habe jetzt hier ganz normale Spanplatten genommen, ne? Hier, ganz normale Spanplatten genommen, weil ich hatte erst was anderes genommen, zeige ich euch gleich. Das sieht so aus wie Multiplex, aber dann, was die Maurer nehmen, da habe ich eine ganz große Platte, muss ich kaufen, 50 Euro für bezahlt und ey, das war so verbogen, ne? Mama, zeig euch das. Der war so verbogen. Kann man das jetzt sehen? Ja, wenn man das hier so drauf packt, einmal rüberschielen, ich glaube, dann siehst du schon, was ich meine, ne? Also der hat so einen Flitzebogen, ich hätte keinen Bock, das gerade zu ziehen mit Schrauben und so, weil das ja vernünftig sein sollte. Das soll ja Präzession sein, ne? Und wenn ich jetzt hier, ihr habt ja schon ein paar Videos bestimmt von mir gesehen, wo ich am Sägen bin und, ach, das macht nun Spaß damit. Und hier, sag schon, was ich nicht bedacht habe, aber auch eine Lösung kurzfristig gefunden habe, später muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wenn ich jetzt meine Säge auf 45 Grad mache, ne? Dann kommt hier unten das Motor, das war ja eigentlich die TS 310, kennt ihr bestimmt, ne? Das ist die Scheppach-Kreissäge, kostet auch ungefähr 300 Euro. Ne? Und hier, dann kommt der Motor hier raus, weil der so groß ist, dieser Kasten. Und da konnte ich keine Klappe von machen, dann würde er hier gegenhauen. Und dann hat Heini das so gemacht, ne? Mach mal in Höhe. Erstmal höher machen, ne? So, fein. So. Und dann ist sie oben, ist noch nicht ganz oben. So, und jetzt haut er komplett dagegen. Und jetzt ist er auch komplett auf 45 Grad. Da passt kein Charme mehr zwischen. Und von daher muss ich das jetzt so machen, aber ist 45 Grad reicht für mich. Und darum habe ich da kein Brett zwischen mehr mit Scharnier zwischen gemacht, wenn man auf und zu geht, sondern ich musste was Dünnes nehmen. Naja, der ist halt im Grund, ne? Aber gut ist das, dann kann ich einfach so festdrehen wieder. So, ne? Dann hängt er hier ganz normal wieder runter und fertig. Und ich komme da noch ran für die Absaugung, wenn ich die Sägespäne da so ein bisschen, dann fliegt das nicht alles so rum. Dann kann ich das nochmal sauber machen, ne? So, zum Schiebeschlitten jetzt selbst, ne? Die habe ich jetzt ja von Firma Mano Mano. Und wenn jemand sagt, boah, ist aber alles teuer, ne? Aber das ist jetzt eigentlich für die Präzisia Formatkreissäge. Und der ist echt groß. Wie gesagt, da kommt auch ein Niederhalter dran oder ein Werkzeughalter, Werkstückhalter, wie ihr das nennt, ne? Und dann könnt ihr eine Türplatte drauflegen, wenn eine Tür abschneiden muss unten. Und dann könnt ihr, ich kann jetzt bis zu 86 cm, ich komme aber noch, ich kann auch hier 5 cm rüberschieben. Ihr braucht einfach
Ihr braucht einfach diese Schrauben lösen. Hier sind zwei Schrauben, die seht ihr, ne? Und hier genauso. Und dann könnt ihr den schön noch verschieben oder zurückverschieben, wie ihr möchtet. Aber den habe ich jetzt so eingestellt, lasse ich, weil hier, das reicht für mich vollkommen. Und deswegen lasse ich das so. Wo wir hier schon mal gerade sind, ihr könnt, ihr könnt das mit den kleinen Schrauben, hier sind Schrauben, ihr könnt die ganzen Schiebeschlitten so verstellen und so verstellen. Hier gibt es auch keine Distanzhalter, die zeige ich euch mal gleich eben. Wo habe ich die? Um genau, also das sind wirklich hier Zehntel Millimeter oder richtig dünne Distanzhalter, die könnt ihr dann dazwischen machen, dass ihr, wenn das nicht im Lot sein sollte. Ne? Hier könnt ihr auch einfach diese Mutterflügel lösen und könnt ihr ganz einfach wieder entnehmen. Da zeige ich euch aber gleich. Hier ist das jetzt so, hier habe ich auch so einen kleinen Kasten gemacht, wenn was ist, dass ich hier festdrehen kann und so alles. Ne? Den lasse ich immer locker, also für 45 Grad reicht vollkommen, wenn ich eine Seite festdrehe. Könnte ich aber auch, dass ich rankomme, habe ich hier so einen kleinen Rahmen gemacht, dass ich reinkomme. Hier genauso, hier habe ich einen kleinen Kasten gemacht, falls ich da mal unten hin muss. Ne? Kann ich einfach wieder zumachen. Bam. Ja. Also wegen sauber machen oder wenn du mal irgendwie an eine Absaugung ran musst. Ne? Hinten habe ich zwei Löcher reingebohrt, damit die Schläuche durch können. Aber wie gesagt, die Absaugung, die kriege ich ja noch im Griff. Ich habe mir diese Fläche jetzt komplett ausgemessen, dass alles hundertprozentig im Waage ist, was ich möchte. Und hier habe ich auch noch Platten runtergeklebt, damit das nicht Blech ist, sondern dass das schön stabil ist. Also es ist stabil, sondern dass das nicht blechern klingt, wie jeden Scheiß, wenn du so machst. Ne? Da habe ich ganz normal, was ich mir verschnitten nicht, sondern was schief ist, Silikon drunter geklebt, Nacht hängen gelassen, hier genauso. Jetzt kann ich hier Werkstücke so, ne? Die Zwingen kommen hier wieder weg. Das kommt da hinten irgendwie hin, muss ich mal gucken, dass ich hier wirklich Platten durchschieben kann. Du bist nach keine Ahnung wo. Ne? Hier kommt noch so ein Zero Clear Platte rein, wie das heißt. Das werde ich noch machen. So, das ist das. Hier vorne habe ich auch ein Loch reingeschnitten. Ich habe meinen Schalter an und off, das ist doof, eine Kamera jetzt, ne? Habe ich hier hingebaut, weil wenn ich jetzt hier Platten schneide, ne? Und eine Platte drauf liegt, dann komme ich da ja gar nicht ran. Und hier komme ich da wenigstens ran, ne? So, so viel dazu. Was war denn jetzt noch ganz wichtig? Das komme ich gleich nochmal zu, ne? Ja, kann ich euch jetzt auch eben zeigen. Das Coole daran ist hier mein Anschlagreiter, ne? Ich kann hier hin und her. Und jetzt hundertprozentig genau, wenn ich jetzt hier 27 eingebe, dann ist das auch 27. Wing, ne? Und dann kann ich so meine Serienschnitte machen. Habt ihr bestimmt in meinen Videos auch schon jetzt die öfteren gesehen, dass ich das sehr oft benutze. Ne? Und was cool ist, was sehr cool ist, ist hier, du hast hier, wie gesagt, wenn ich das jetzt hier löse, kann ich das ja verschieben. Ne? Und dann, zeige ich euch mal eben, hast du hier einen kleinen Skala. Wenn das jetzt irgendwie mal nicht hundertprozentig, hundertstel genau sein soll oder keine Ahnung, dann hast du hier ein Drehrad und kannst du noch Zehntel, siehst du das, Millimeter und so alles verschieben. Siehst du das? Und dann kannst du drehen, du. Ist das toll, du. Ja, ne? Also ich muss sagen, du. So. Die Führungsschiene selbst lasse ich jetzt immer auf die Länge. Die ist exakt auf Maß abgestimmt zu meinem Sägeblatt, dass die ganzen Maße hier stimmen, ne? So, und hier, wenn ich jetzt zum Beispiel längere Stücke habe, ne? Keine Ahnung wie lang, macht ihr das so und dann könnt ihr bis 2 Meter ausziehen, festschrauben und könnt ihr auch große Stücke, ne? Wie sich das gehört. Aber das kommt ja eher selten vor. Aber es geht. Hey, der muss ja natürlich die erste muss ich erstmal wieder rein. So. Und dann kommst du hierher, mein Freund. So. Ihr habt hier hinten auch. Hier habt ihr zwei Flügelmutter, ne? Die könnt ihr lösen, da könnt ihr den Anschlag hier, ne? Den Queranschlag nach links und rechts verschieben. Den lasse ich aber so, weil der komplett eingestellt ist auf mein Maße jetzt. Ne? Ich habe keine Lust, dass ich das alles wieder einstellen muss. Und falls widerwärtig mal irgendwann passiert, du, keine Ahnung, der hat mal ein Video dabei geguckt hat oder so, dass er alles verstellt hat. Ihr habt hier, wenn jetzt irgendwie mal was verstellt sein sollte, ne? Dass der Winkel nicht mehr stimmt oder sowas, dann habt ihr hier und hiermit könnt ihr Feinjustierung machen und das nochmal alles nachstellen. Ne?
Und wie gesagt, das sind die beiden Flügelschrauben, was ich gerade erwähnt habe. Aber die bleiben bei mir fest. Und hier, die ist auch fest, weil das hundertprozentig jetzt im Winkel ist zum Sägeblatt, wie er sein sollte. Ne? Wir brauchen gleich einen Probeschnitt. So. Was auch noch richtig geil ist, hier vorne, wie gesagt, du kannst hier alles einstellen, wie du willst. Ne? Die Neigung, den Winkel, ob das diagonal, du kannst alles einstellen. Hier ist alles Feintuning, kannst du alles mit den Schrauben einstellen. Ne? Also wenn das hier im Winkel ist, ist das selbst schuld, weil du kannst alles einstellen. So. Mein Queranschlag, der bleibt so. Hier ist noch ein Stück Nummer. Der bleibt so, weil erstmal, hier kommt später was anderes, muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich oben was draufpacken kann. Hier hast du das ja nicht, ne? Oder für verschiedene Führungen, wenn ich mit so Handwerkzeug arbeite, mit so Jigs oder hier sowas, na, wisst ihr, was ich meine? Manchmal kommen mit einfachen Sachen nicht hin. So, und dann kann ich hier, wie gesagt, also der ist echt stramm. Und der ist auch wirklich hundertprozentig. So, da kommt er wieder hin. Der ist erstmal super so. Wird später nochmal geändert eventuell, aber das weiß ich nicht. Ne? So, der ist da. Was war da denn noch? Ich kann mal eine Platte schneiden. Ne? Darum sind wir ja hier. Warte mal eben. Oder habe ich, ach hier, was ich noch zeigen wollte. Ne, was geil ist, du kannst ohne weiteres, du kannst hier den Hebel, den drehst du einmal und dann kannst du... Boah, sehr schwer. Und dann kannst du den einfach so runternehmen und dann gehst du zum Nachbarn grillen, du. Und dann sagst du tschüss. Oder du kannst ihn einfach wieder draufpacken. Hier unten sind die Kugellagerführung. Und wo ist er denn? Da ist die Führung. Da ist die Führung. Da ist die Führung. Wieder umdrehen. Klick. Und dann haut er da wieder gegen. Ne? Also gegen eine Schraube. Und dann kann ich mehr rausfallen. Ist mir schon mal passiert. Du vergessen umzudrehen und dann ich schieb und dann... Typisch, aber es ist alles heile geblieben und nicht verstellt. Ne? Und wie gesagt, ich hatte den kompletten Maß genommen, mit Distanzstücke gearbeitet. Diesen Quertisch habe ich hier mit meinem Sägeblatt ausgerichtet. Nicht mit der Tischkante, weil da bringt ja nichts nehmen. Weil die Schiene ist ja nicht hier dran, sondern an das Holz, was ich selbst gebaut habe. Und deswegen habe ich das komplett von Tier bedahnt. Und stimmt exakt, ist echt super. Ne? Und ich glaube, auf einen Meter oder auf diese 86 cm ist noch nicht mal ein halber Millimeter Unterschied. Also wirklich noch nicht mal, da reden wir noch nicht mal drüber. Und pff, das ist so, genau so interessant wie Merkel, wirklich hier. Ne? Du hast natürlich auch hier, weil ich noch ganz vergessen habe, ich kann natürlich auch das gute Stück, ne, hier lösen und schön auf 45 Grad. Bam. Und wieder festmachen. Wie gesagt, das ist immer wieder im rechten Winkel, weil hier ist dieser Anschlag. Ne? So, dann war das. Hier läuft jemand draußen. Dann habe ich gezeigt und wie gesagt, wenn ich jetzt mit Gärung und so alles, ne? 1A. Aber wenn ich jetzt hier, Mama zeigt euch das, Helm auf. So, Mama zeigt euch das mal eben. Wie gesagt, die Absaugung funktioniert schon unterwegs, ne? So, jetzt kommt meine Platte. Guck mal, jetzt kann ich die, ne? Ich hau dir gegen Sägeblatt nicht, ne? Oh, das ist ja doch knapp. Guck mal, aber so eine große Platte könnte ich jetzt so, ne? Das ist glaube ich 90 oder was da ist, ne? Wie gesagt, ne, da kommt auch wieder weg, dass ich hier mehr Platz habe, ne, für das Ding. Aber mit Platten hast du ja gesehen, das schaffst du mit einer anderen Tischkreissäge, den günstigen Frequenz, bestimmt nicht einfach so eine Platte drauf wie diese großen. Nee. Und das ist das, was ich haben wollte, vernünftigen Schiebeschlitten. So, der kommt weg. Ne? Ich habe auch ja letztens,
wo ich schon mein Engelchen da was gemacht habe, okay, die Absaugung ist das, was ich sagte, dann muss ich doch wieder einen Griff kriegen für diese Maschine. Kriege ich auch hin. Ich habe letztens große, 2 Meter Kleiderschrankbretter, was ich hier zerschnitten habe, ne? Das ist ja auch hier vorne, ne? Da ist nichts runtergefallen, das konntest du so quer und längs. Ach, herrlich. Die Absaugung ist der große Manko noch bei mir. Aber weiß, bei mir kriege ich wieder hin, das andere ging ja auch wieder super, ne? Und das ist, also für mich, das macht so einen Spaß, ne? Also wirklich, wenn da jemand auch Interesse daran hat, wie gesagt, das ist der TS 310 und wie gesagt, da ist dieser Sanftanlaufschuh mit drin, der ist so ruhig, also und ich habe natürlich auch ein paar Videos gesehen, wo viele sagen, irgendwie quer in Schacht, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, dass man den Fehler behebt oder sowas alles, ne? Man muss sich einfach, ne? Das geht alles, sagen wir mal so, man muss es nur wollen und nicht nur rumjaulen. So, ich komme da bestens mit klar und das ist garantiert genau. So, man muss nur wissen, wie es geht alles, wenn mal was ist, ne? Ja, dann, das war es eigentlich schon fast, ne? Wie gesagt, ist top, meine schöne Tischkreissäge, dann bin ich mit zufrieden, Absaugung und dann hat sich das, ne? Schön. So, meine Lieben, das war das. Ihr kriegt diese natürlich auch von anderen Herstellern, ne? Was günstiger ist. Aber ihr habt nicht so großen Tischfläche oder sowas alles hier, ne? Und ich habe jetzt keine Ahnung von der Einstellmöglichkeit. Darum habe ich mich für diesen Schäffach Schiebeschlitten entschieden für 600 Euro. Mit dieser Kreissäge hat er jetzt unter 1000 Euro gekostet für eine geile große Tischkreissäge. Eine Bosch oder die anderen, die hast du ja so einen kleinen Pillefranzer und da hab ich ja Bock. Haben sie alle, ist ja auch alles gut und schön, wer das will, ne? Aber die haben auch ihre Schwächen. Ich finde das für mich so, wie das ist, top. Ne? Ich schon wieder mit meinem Nö gestrichen. Also, meine Lieben, das war das, ne? Ne? Ach, ist ja toll. Klasse, ne? Das war das. Meine TS 310 umgebaut zu meiner kleinen süße Heinis Formatkreissäge. Ja. Und hier muss ich mal gucken, was ich später mache mit der Folie. Mal gucken, ja. Gut. Wenn ihr noch Bock habt oder so, könnt ihr gerne auf meinen Partner Manu, wo ich diese Schiebeschlitten, kann ich euch gerne verlinken, mal schauen. Würde mich natürlich freuen. Die gibt es seit 5 Jahren in Deutschland, seit 2 Jahren in Europa, seit 2 Jahren in Deutschland. Und da kriegt ihr von, wie gesagt, von den Maschinen, von allen namhaften Herstellern. Und ihr kriegt da Werkzeuge, ihr kriegt da Ersatzakkus, ihr kriegt da Gartenmöbel, ihr kriegt alles da, was bei Amazon auch fast gibt. Ne? Also, meine Lieben. Das war das, könnt ihr ja gerne mal vorbeigucken. Würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr da was kauft, dann verdiene ich auch noch 1,5 Euro. Kriegen die aber ein paar Cent, ne? Ist ja überall dasselbe mit Amazon und so alles da, ne? Könnt ihr ja mal gucken. Also, meine Lieben, ich sage, das war meine umgebaute Tischkreissäge. Ich für mich perfekt. Schön groß. Natürlich hat nicht jeder so viel Platz im Keller jetzt oder so. Ich habe ja den kleinen da noch nebenan. Aber für mich, wenn jemand Platz hat, kann ich diesen Umbau echt empfehlen. Gibt auch, wie gesagt, andere Hersteller. Was, ne? Nicht 600, sondern 400 kostet, ist aber natürlich nicht so groß. Nee. Der ist ja echt grüne Formatkreise hier. Ne? Also, in diesem Sinne, ab in die Rille, bis dann, tschüss! April machen wir nicht mehr. Ach, hier, warte mal, in Dürr. Sauber.